Hallo, mein Name ist Dr. Petra Pfaffel von der Herzallergie Bayern. Einer meiner Arbeitsschwerpunkte ist dort der Präventions- und Rehabilitationssport. Dazu zählt auch Sport und Bewegung nach einem Herzinfarkt. Ein Herzinfarkt kann Sie von jetzt auf gleich aus Ihrem gewohnten Leben reißen. Doch man hat es ein Stück weit selbst in der Hand, wie das Leben danach aussieht. Wichtig ist, die individuellen Risikofaktoren in den Griff zu bekommen. Dazu gehört zum Beispiel, sich gesund zu ernähren und sich regelmäßig zu bewegen oder auch Sport zu treiben. Ein sehr sinnvoller Schritt kann der Rehabilitationssport in Herzgruppen sein, den es deutschlandweit gibt. Zusätzlich können Sie aber auch bei sich zu Hause aktiv werden. Man weiß heute, dass Herzinfarktpatienten sehr von regelmäßiger Bewegung oder angepasstem Sporttreiben profitieren können. Für Herzpatienten empfiehlt sich moderates Ausdauertraining oder auch ein damit kombiniertes, sanftes Krafttraining. Zudem kann Bewegung und regelmäßiges Sporttreiben Sie auch dabei unterstützen, Übergewicht zu reduzieren. Wichtig ist dabei, Folgendes im Vorfeld zu beachten. Erstens, sprechen Sie mit Ihrem behandelnden Arzt darüber, was er Ihnen als Herzpatient für Bewegung und Sport empfiehlt. Klären Sie mit ihm vor allem auch, welchen Pulswert er Ihnen empfiehlt, wenn Sie ausdauerorientiertes Training vollziehen. Zweitens, sorgen Sie für ausreichend zu trinken, ehe Sie mit Bewegung und Sport beginnen. Empfehlenswert ist stilles oder wenig sprudelndes Mineralwasser. Drittens, sorgen Sie für gute Sportkleidung. Gut geeignet ist hierbei atmungsaktiver Funktionsstoff und Schuhe, die eine gute Dämpfung haben und Ihnen einen guten Halt geben. Für ein Bewegungsprogramm nach einem Herzinfarkt ist eine Kombination aus Ausdauer und moderatem Krafttraining eine gute Wahl. Erste Effekte können bei einem regelmäßigen Training bereits nach wenigen Wochen festgestellt werden. Das Okay Ihres behandelnden Arztes ist vorausgesetzt. Optimal ist ein Bewegungsprogramm, bei dem Sie an 5 bis 6 Tagen in der Woche ca. 30 Minuten aktiv werden. Sie sollten den Belastungsgrad dabei immer als etwas anstrengend empfinden und dabei noch normal weiteratmen können. Wenn Sie Einsteiger sind und keine oder wenig Erfahrung mit Bewegung haben, können oder sollen Sie mit ganz kurzen Belastungseinheiten von wenigen Minuten beginnen. Dies können Sie dann nach und nach auf längere Trainingszeiten hin steigern. Schauen Sie sich die folgenden Übungen an, die für Sie als Herzpatient gut geeignet sind, um dann aktiv zu werden. Sie können damit Ihre Muskeln kräftigen und Ihrem Herzen etwas Gutes tun. Weitere Informationen zum Leben nach einem Herzinfarkt finden Sie in den folgenden Filmen und in unserem Experten-Talk. Viel Spaß beim Ausprobieren!